In Israel kann nur der König sein, der Gott selber König sein lässt. Dieses Drama um Saul, dessen Zeugen wir in der Lesung werden, den Gott erwählt, indem er nicht nur dem Geschmack, sondern auch dem Willen seines Volkes, seines, sagen wir es ruhig, widerspenstigen Volkes nachgibt, diesen König verwirft er wieder. Warum? In Israel kann nur der König sein, der Gott selber König sein lässt. Und das zeigt sich nirgends anders als im Gehorsam. Und vielleicht ist es gut, dass es an einem so schwierigen und uns widerstehenden Beispiel vorexerziert wird. Dass nicht nur der Besitz eines Volkes, sondern ein Volk selber ausgerottet werden soll. Wir beschäftigen uns dann sehr schnell mit der Frage, wie kann Gott so etwas verlangen? Was wir dabei vergessen, wenn wir das einmal für einen Moment beiseite lassen, ist, worum es hier geht. Saul hat sich sehr schnell in seine Rolle eingefunden. Selbstsicher. Da kann man schon mal 5 Grad sein lassen. Aber, so sagt ihm Samuel, Gott hat mehr Gefallen am Gehorsam, denn an Opfern. Denn der Ungehorsam besteht darin, dass man von der Beute, die eigentlich dem Untergang geweiht war, Gott opfert. Also man macht doch was Gutes, was regt er sich denn wieder auf? Wenn wir denken, das ist eine rein historische Reminiszenz, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir irren. Denn ich glaube, dass wir auch heute in der Kirche so selbstsicher geworden sind, mit all den Versicherungen, die Jesus uns gegeben hat, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden, dass wir an die Möglichkeit eines Verworfenseins gar nicht mehr denken. Das blenden wir vollkommen aus. Aber dann ist die Lektüre des Alten Testamentes großteils sinnlos. Wenn ich beobachte, wie leichtfertig wir mit Worten Jesu umgehen, die erklären wir dann sehr schnell für zeitbedingt, den damaligen Umständen im vorderen Orient geschuldet, das sagt uns heute gar nichts mehr, das hat sich ja irgendwie auch alles geändert. Wie schnell wir bei der Hand sind, und zwar wohlfeil, mit wissenschaftlichen Expertisen das Wort Jesu zu entkräften und manchmal geradezu ins Gegenteil zu verkehren. Dann sollten wir uns an die Geschichte mit dem alten Saul erinnern. Ja, wir tun doch aber nur Gutes. Wir kommen doch den Menschen entgegen. Das ist ja auch so schwierig, das ist so kompliziert, diese alten Umstände und all diese alten Worte und dann diese schrecklichen Gebote, die wir da immer in der Kirche haben. Das wollen die Leute einfach nicht mehr hören. Gott hat Gefallen am Gehorsam. Gleich wie die Umstände sind, wie schwierig sie sein mögen. Saul hat das hier bitter erfahren müssen. Und die königliche Reihe, die Dynastie wechselt zu David. Und den, den wir als Nachkomme Davids feiern, durch seinen Pflegevater, der aus dem Stamm Davids ist, Josef, er beugt sich ganz im Gehorsam bis zum bittersten Punkt von Leiden und Tod. Das ist die Spur einer königlichen Dynastie, liebe Schwestern und Brüder, in der wir stehen, wenn wir so stolz darauf sind, ein priesterliches, ein heiliges, ein Volk Gottes zu sein. Aber es kostet schon etwas. Es muss uns den Gehorsam kosten, sonst sind es wohlfeile, dumme Worte, die wir sprechen, von denen wir uns einbilden, dass wir uns auf sie verlassen können, wenn wir unseren Teil einfach nicht einlösen.